Medientechnik Deckendorf präsentiert. Drei Moderatoren, eine Bühne, ein Ziel. Euch erwartet unglaubliche, atemberaubende Live-Musik. Einzigartige Studiogäste der Spitzenklasse. Erbitterte Kämpfe um Ruhm und Klicks liefert sich unser Challenge-Team. Clips der Superlative. Durchschau her, TV. Herzlich willkommen zur 101. Sendung von Dorschauher TV. Jede Sendung steht ja bei uns immer unter einem Motto. Wir hatten Kunst, da hatten wir also was für den Geist. Wir hatten Sport, da ging es eher um körperliche Aktivitäten. Und heute möchten wir eigentlich eher die Sinne ein bisschen verwöhnen. Es geht ums Essen. Und nein, liebe Studenten, bei Essen meine ich jetzt nicht Fertigpizza, Burger und Nudeln mit Pesto, sondern es geht um Essen mal anders. Lassen wir uns überraschen. Dazu haben wir ganz interessante Gäste mit dabei. Und zwar zum einen haben wir zwei Gäste da von dem Team Food Artist. Und zwar einmal die Petra Schmidt als Food-Fotografin und den Herrn Sascha Asanovic als Food-Stylist. Hallo, herzlich willkommen. Zum Zweiten haben wir übrigens auch Gäste da, die sind leider nicht live hier im Studio, sondern sie sind draußen. Sie werden nämlich live für uns performen. Und zwar haben wir den Koch Alfons Walser bei uns und seinen Helfer oder Assistenten des heutigen Tages, und zwar seinen Chef Helmut Kurz. Aber da kommen wir nachher dann zu denen raus. Natürlich kommt es heute auch zum finalen Showdown zwischen unseren beiden Kontrahenten des Challenge-Teams, dem Andi und dem Angus. Die beiden werden sich heute live während der Sendung drei kleinere Challenges liefern, über die ihr abgestimmt habt. Wie genau diese Challenges ausschauen, dazu später mehr. Eins steht jedoch jetzt schon fest, und zwar, dass am Ende dieser Sendung ein Gewinner feststehen wird, der Semester-Champion, der Ruhm und Ehre erntet, und natürlich auch ein Verlierer, der wieder eine Bestrafung über sich ergehen lassen muss. Obwohl ja eigentlich die Niederlage an sich ja fast schon Bestrafung genug ist, aber eben nur fast. Auch heute wieder natürlich musikalische Unterstützung durch unsere Band Clone Company. Sie performen jetzt ihren ersten Song 37. Viel Spaß. Never make it. They meant it, yeah, they meant it. They say our efforts are but helpful. They said we better just accept it. No one can ever change a country. Still I swear I know it's worth it. I could've might achieve an impact. Forget conventions we grew up with. 'Cause I can't live a life without asking after all. Don't we all wanna know the truth? I'm not desperate for attention. All I'm desperate for is a world worth living. We'll be right back.
There's actually people around who care. Take my hand, I'll help you find them. People of the same ideas. Resignation's not an option. 'Cause I can't live a life without asking after all. Don't we all wanna know the truth? I'm not desperate for attention. All I'm desperate for is a world worth living in. Schönen guten Abend, wir sind die Band Clown Company aus Passau. It's hopeless when you hate. Resignation's not an option. You're not alone, alone down here. Resignation's not an option. And we can fight through what we believe. Resignation's not an option. How will people live and breathe? Resignation's not an option. I'm not desperate for attention. All I'm desperate for is a world worth living. Ja, wie bereits gesagt, ist das Thema der heutigen Sendung Essen mal anders. Und genau aus diesem Grund werden wir jetzt Knödel kochen. Ne? Knödel hört sich jetzt erstmal nicht so anders und speziell an, aber der Koch von der Knödelwerferin hier aus Deggendorf will uns das Gegenteil beweisen, ne? Dass es eben nicht immer nur der langweilige Semmel- oder Kartoffelknödel sein muss, sondern man auch durchaus ganz exotische Knödelvariationen kochen kann. Wir haben draußen eine kleine Küche aufgebaut, weil wir hier drin leider nicht kochen dürfen, wegen irgendwelchen Richtlinien, wie es halt immer ist. Und Anna hat sich draußen mit dem Koch getroffen und dem Chef der Knödelwerferin. Anna, wie schaut's aus? Schwimmen die Knödel schon? Ja, wir stehen jetzt hier draußen in der Hightech-Küche der Hochschule. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich darf euch noch mal kurz vorstellen. Der Alfons, hallo, grüß hallo, dich. Hallo, servus. Und der Helmut, hallo, grüß dich. Also unser Koch und der Chef eigentlich vom Koch, ne? Du bist halt eher so ein bisschen der Assistent. Ja, was machen wir? Das Thema ist Essen mal anders. Was habt ihr uns eigentlich groß vorbereitet? Ja, weil wir haben einfach gesagt, der Knödel ist nicht immer rund und haben dann Brotknödelscheiben vorbereitet, die wir dann füllen mit ganz normaler Hackfleischpflanze und machen daraus einen Burger und machen dann leichtes Sommergemüse, das wir marinieren, machen wir mit dazu, weil das Wetter passt momentan. Ist einfach leichte Sommerküche und vital. Also mit Knödel mal anders, würde ich sagen, das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Aber wenn wir jetzt mal fragen, Knödel, sind die eigentlich immer rund? Wir sind ja jetzt nicht so ganz rund. Gibt es da eigentlich eine Regel dafür? Warum sind die nicht eckig? Ein Serviettenknödel und heute geht der Wind so, jetzt haben wir es aus statischen Gründen die Variante gewählt. Damit sie nicht wegrollen. Das ist aber super, dass ihr auch ein bisschen an uns und an die Sendung denkt, nicht, dass wir dem Essen hinterherlaufen müssen. Freut mich auf jeden Fall. Ja, was kommt da jetzt alles noch mit rein? Ist da irgendwie gewürztechnisch? Habt ihr da was Besonderes mit dabei auch? Also wir haben jetzt dann die Schalotten, wo wir anschwitzen. Dann haben wir frische Kräuter, Thymian, Basilikum, Rosmarin. Mhm. Machen wir in Olivenöl ganz vorsichtig anbraten. Löschen dann ab mit ein bisschen Balsamico-Essig und Salz, Pfeffer ganz normal, also nicht zu viel extra Gewürze, damit der Eigengeschmack von dem Gemüse selber da bleibt. Ihr habt Schaf auch mit dabei, oder? Ich habe Schaf dann anschließend auch mit dabei, klar. Okay, das könnte interessant werden. Kriegen wir aber hin. Ja, du als Chef, wenn ich jetzt fragen darf, hilfst du auch öfters in der Küche mit aus? Oder ja, ich bin eigentlich täglich, normal, gell? Ja. Ich bin gelernter Koch, Chef höre ich eigentlich gar nicht so gern. Aber ich bin gelernter Koch und bin jeden Tag in der Küche eigentlich, ja. Aber der Alfons hat die besseren Ideen. Wie ist jetzt aber da so in der Stimmung in der Küche? Man kennt ja jetzt Küche eher so ein bisschen auch wie in der Bundeswehr, so Drill. Ja, und so ist es bei uns. Ist das auch so? Also ein bisschen ist schon Sage dabei. Aber nach dem Feierabend ist alles wieder ruhig und lässig. Genau.
Also wenn Service ist, wenn gearbeitet wird, ist höchste Konzentration. Und danach sind wir wieder alle lustig. Ja, was gibt's denn eigentlich bei euch so für Knödelvarianten? Ja, also unser Gasthaus heißt zur Knödelwerferin, aber der Bayer an sich, der geht nicht zum Knödelessen. Okay. Also wir werden das punktuell einbauen, eben mal so ein Gag mit einem Knödelburger und so weiter. Und in der Hauptsache sind das Beilagen und da macht man verschiedenste Knödel von den original Deggendorfer Knödel gibt es ab und zu bei uns, dann böhmische Knödel, dann die Semmelknödel, Kartoffelknödel, ab und zu asiatische Variante, Kartoffel, Wasabi. Genau, ihr habt auch sehr spezielle Varianten. Ja. Wer erfindet die eigentlich bei euch? Alles der Alfons. Alles der Alfons? Ich bin halt in Wien. Aber du hast da freie Wahl, Alfons, oder wie? Also du gehst zur Chefin und sagst, hey, ich hätte eine Idee. Und sagt er, ja, aber freilich, ganz, mach mal. Ganz selten gehe ich hin. Ich mache eigentlich, im Prinzip, wenn der Helmut dann kommt, bin ich eigentlich schon fast fertig. Und dann kann er sowieso nicht mehr Nein sagen. Ja, ja, solange der Chef das dann auch durchgehen lässt, ist das ja eigentlich, finde ich, eine gute Methode. Ne? So ein bisschen mehr Freiheit. Es kommt ja sowieso nicht darauf an, was der Chef sagt. Im Prinzip kommt es darauf an, was der Gast sagt. Das ist richtig. Wenn es also, dem Gast taugt und wir das verkaufen können, dann ist das... Dann hast du eh nichts mehr zum Sagen, wenn der Gast sagt... Das hätte ich gern wieder. Ja. Hört ihr eigentlich auch auf Gästevorschläge, wenn jetzt der Gast zum Beispiel einen Vorschlag macht? Ja, natürlich, ja, ja. Genau. Aber ihr macht nicht nur Knödel, oder? Also nein, auch wenn das Restaurant ja jetzt Knödelwerferin heißt in Deggendorf. Der Hauptgrund ist, weil die Knödelstatue hinter unserem Haus ist. Ihr habt ja auch eine mit dabei, also wer die Knödelwerferin nicht kennt, gell, das Lokal in Deggendorf mittendrin. Und unser Hauptanliegen ist frische, vitale, regionale Küche. Mhm. Aber nur Knödel, da darf man nur ein bestimmtes... Wir sind nicht in Österreich, bei uns ist das nicht der Brauch, dass man zum Knödelessen geht. Die Bayern? Glaubst du nicht? Das sind Soßensauger, die saugen die Soßen vom Schweinsbraten, die ganzen Braten. Aber es gibt da tolle vegetarische Varianten, die gibt es ab und zu bei uns. Basilikumknödel, Spinatknödel und so weiter. Also da machen wir schon viel. Also ihr achtet wirklich auch darauf, dass es gesunde Varianten davon gibt, frische, aktuelle Sachen. So, was läuft denn bei dir jetzt hier eigentlich? Ich tue einfach nur das Gemüse, wie gesagt, ganz vorsichtig anbraten, damit eben da die Vitamine ein bisschen erhalten bleiben. Ich mache es auch jetzt nicht ganz, einfach nur ein bisschen, dass ein bisschen der Geschmack besser rauskommt. Also liebe Studenten, jetzt mal zugucken. So schwer ist es eigentlich gar nicht, frisch zu kochen, aber ich bin auch eher so der faule Student, muss ich sagen. Zu Hause, wenn ich koche, wir mit meiner Frau manchmal unterwegs und wenn wir heimkommen in einer Viertelstunde, sitzen wir auch am Tisch und dann haben wir alles schnell frisch gekocht. Ne? Ja, was gehört eigentlich alles zum Knödel jetzt mit dazu? Es gibt ja so den Kartoffelknödel, kennt jeder, den Semmelknödel kennt jeder, Leberknödel in Bayern. Aber gibt es eigentlich irgendwie was, wie jetzt zum Beispiel diese Königsberger Klopse, zählt das auch zum Knödel? Ja, der Form noch ist natürlich ein Knödel, weil er rund ist, aber... gut, Klops sagt man halt bei uns nicht. Das wird man nie trauen, dass ich Klops sage. Das ist ein Schweinsbraten mit Klöpse. Aber ich habe gehört, dass Knödel eigentlich ja vom Altdeutschen, ich glaube vom Klumpen kommt das eigentlich, oder? Irgendwie? Ja, Dorkbatzen kann man auch sagen. Dorkbatzen. Das wäre doch auch mal eine schöne Variation auf der Speisekarte. Ja. Entenbrustfilet mit Dorkbatzen oder sowas. So. Alles klar, ich freue mich auf jeden Fall drauf, was da jetzt dabei entsteht. Wir schalten auf jeden Fall jetzt wieder rein und leider könnt ihr es nicht riechen. Es riecht ja jetzt schon traumhaft. Aber da kommen wir nachher dazu. Ich gehe wieder ins Studio rein. Das sah ja schon mal ganz gut aus. Jetzt kommen wir aber vom perfekten Knödel zu einem Format, das man regelmäßig auf Fox verfolgen kann. Und zwar das perfekte Promi-Dinner, bloß zugeschnitten auf uns arme Studenten. Also, wie das Ganze aussehen könnte, seht ihr im nächsten Clip. Ich sag viel Spaß. Was Studenten am liebsten essen, ist klar. Sie sind preiswert, leicht zu machen und es gibt sie in verschiedenen Variationen. Nudeln. Spaghetti Bolognese. Nudeln? Spaghetti Tortellini. Nudeln mit Tomatensauce. Es geht doch aber auch anders. Wagen wir einen Versuch. Mit 5 Euro ein 3-Gänge-Menü für 4 Personen zaubern. Und das brauchen wir dazu. Startklar? Fangen wir mit einer Suppe aus Zucchini als Vorspeise an.
Durch die Vitamine in der Zucchini lässt sich die zum Lernen benötigte Konzentration regelrecht essen. Und kalorienarm sind sie dabei auch noch. Der Hauptgang lässt sich locker zubereiten, während die Suppe köchelt. Durch das viele Sitzen in den Hörsälen ist etwas Stärkung der Muskulatur sicher nicht verkehrt. Und auch Popeye hat uns schon gelernt, dass Spinat stark macht. Der Blätterteig lässt sich natürlich nach Belieben füllen. Ganz nach dem Motto, was noch so im Kühlschrank ist. Ab in den Ofen damit. Fertig. Zeit, die Suppe zu pürieren. Eine leichte Gemüsesuppe ist optimal, da so noch genug Platz für Hauptgang und Dessert im Magen bleibt. Zum Nachtisch gibt's Pfannkuchen. Allerdings nicht als Kalorienbombe aus Zucker und Mehl. Lediglich 2 Eier und eine Banane sind Bestandteil unseres Teiges. Klingt doch nach dem ideal klischeehaften Inhalt des Kühlschranks eines Otto-Normalstudenten. Ein weiterer Vorteil des Rezepts? Es ist nicht nur Low Carb, sondern auch gluten- und laktosefrei. Um noch etwas die Glückshormone hochzufahren, darf Schokolade nicht fehlen. Dazu noch das Lieblingsobst und schon kann angerichtet werden. Unser Menü ist fertig. Und so schwer war das doch gar nicht. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar Gäste. Na, hat's geschmeckt? Ja, ich würde sagen, das Ganze sah ja schon mal nicht schlecht aus, aber meine nächsten Studiogäste würden wahrscheinlich bei den Bildern den Kopf schütteln. Denn die Profis der Essensästhetik sitzen bei mir nun auf der Couch. Darf ich begrüßen Sascha und Petra, Food Designer und Food-Fotografin, das kann man wahrscheinlich so sagen. Genau. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. 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 So, ich möchte jetzt erstmal auf den Begriff eingehen, Food Design. Das hat man vielleicht schon mal gehört, aber so wirklich was darunter vorstellen kann sich vielleicht der wenigste was. Ja, Food Design, Food Styling eigentlich. Unsere Spezialität ist das Food Styling. Design ist ja auch im industriellen Bereich, wo wir Lebensmittel so designen, dass sie zum Beispiel, dass das Wurstblatt in die Semmel passt. Das ist Food Design. Food Styling ist eigentlich das Erschaffen des besten Moments einer Speise. Das heißt, jede Speise hat eigentlich einen besten Moment, wie es am besten ausschaut, wie es in den Köpfen letztendlich, wenn man von einem perfekten Spiegelei träumt, hat man ein Bild vor Augen. Und genau diesen Moment arbeiten wir als Foodstylisten heraus und die Petra hält es fest. Wenn es nur ein kurzer Moment ist, wie du jetzt sagst, dann muss man ja schon darauf achten, dass man sich da auch beeilt, dann das Foto rechtzeitig zu machen, oder? Weil sonst, sag ich mal, fällt der Spiegel irgendwie zusammen oder sowas? Naja, das ist das Timing. Das ist das Timing zwischen Foodstylisten und Foodfotografen. Den Moment, den der Foodstylist zurecht stylt, dann in dem Moment auch zu fotografieren. Und ein guter Foodstylist kann den Moment in die Länge ziehen. Ja, konsequent. Das ist die Aufgabe des Foodstylisten, diesen schönsten, besten Moment eben in die Länge zu ziehen, dass mir auch Chance bleibt, ein gutes Foto zu machen. Wenn wir darüber sprechen, wir ziehen den Moment in die Länge, passiert das Ganze natürlich oder durch Hilfsmittelchen? So? Das ist unterschiedlich. Also es wird immer natürlicher, ganz einfach aus dem Grund, weil ja die Fotografie, die Digitalfotografie und die Nachbearbeitung einiges erlaubt jetzt. Das heißt, wir haben wesentlich kürzere Abschnitte, wo wir die Lebensmittel wirklich top erhalten müssen. Ja. Aber es sind auch durchaus Sachen dabei, die nicht wirklich zum Essen geeignet sind. Ja? Und wie stark beeinflusst du dann durch die Nachbearbeitung und durch die Fotografie die Ästhetik von dem Essen?
Das kommt eben darauf an, auch welchem, also wir machen zum Beispiel verschiedenste Momentaufnahmen, die wir dann übereinander lagern, wo wir dann das zu einem zusammen retuschieren. In Wirklichkeit waren es drei Aufnahmen in der Form. Aber gestylt wird es schon vorher so, dass es fotografiert werden kann. Also wird nicht mehr so viel verändert durch das Foto dann im Photoshop? Man kann natürlich alles machen, man kann es auch noch einmal zeichnen, aber je natürlicher und je besser es gestylt ist, umso besser ist es dann auch fürs Foto. Okay. Euer Tätigkeitsbereich ist ja schon irgendwas Besonderes, könnte man so sagen, oder? Wie kommt man überhaupt dazu, dass man sagt, man fotografiert Essen oder man bereitet Essen so auf, dass es ästhetisch wirkt? Wo kommt der Reiz? Also, ich kann jetzt von mir sprechen als Stylist. Ich komme aus dem Küchenbereich, ja? Und bin eigentlich hineingestolpert. Also ich hab immer in Nischen gearbeitet, wo nicht viele sind, wo sich wenig herumtummeln, beziehungsweise wo ich auch in Österreich der Erste vielleicht bin, der sowas macht. Und das war beim Foodstyling genauso, wo ich hineingestolpert bin, angefragt worden bin und das jetzt seit mittlerweile 10 Jahren mache. Ich habe auch eine Ausbildung in Los Angeles gemacht und das ist halt etwas, wo man eigentlich bei jedem Projekt auch weiterlernt. Gibt es dann eine spezielle Schule dann in Los Angeles oder wie ist das? In Los Angeles gibt es einige, die eben Masterclass of Food Styling anbieten. Ja? Und ich war in Hollywood direkt bei der Denise Vivaldo, eine ältere Dame, die sich schon sehr lange damit beschäftigt. Und ja, jetzt kann man in Wien bei mir letztendlich auch zum Foodstylisten ausgebildet werden. Ja, wir haben auch Fotos von euch dabei, die ihr mitgebracht habt, damit man sich auch mal was darunter vorstellen kann, wie eure Arbeit denn so ausschaut. Sehen wir hier? Das ist Bayern. Nein, Österreich. Österreich. Gleich neben Bayern. Das ist eben unser Österreich-Schnitzel, das ist sehr oft publiziert worden im Rahmen der AMA Gütesiegel Qualität und Werbekampagne. Ja. Österreichische Qualität sozusagen, Fleisch. Ja. Das sieht man, also man sieht ja hier im Querschnitt jetzt hier so einen Topf. Die Frage ist, wie wurde das Ganze überhaupt, also wie schafft man so einen Moment? Ja, genau, das ist der Moment, ja, von dem wir vorher gesprochen haben. Ne? Da geht es um Konzeption, wir setzen uns vorher zusammen, haben eine Idee, sagen so, wie wollen wir es haben und dann, wie kommen wir dorthin? Ne? Durch Mithilfe von speziellen Requisiten, die wir uns bauen lassen. Mhm. Und dann machen wir das Unmögliche möglich letztendlich. Ja. Also nur zur Erklärung vielleicht zum letzten Foto. Also wie gesagt, das war kein kochendes Wasser zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war das gegossen, war das fest? Nein, es war schon Wasser, aber auch in Bewegung, durch den Blitz festgefroren, aber nicht kochend. Ja. Achso. Vielleicht eins zurück. Vielleicht können wir, Regie, zurück. Ihr seid zu schnell. Das war zu schnell, ja. Jetzt jemand eigentlich. Ja, das ist eine spezielle Serie von uns, die heißt Name It. Und das Spezielle bei der Serie ist, dass wir hier wirklich so stylen und fotografieren, wie ihr es da seht. Das ist nicht im Photoshop bearbeitet und zusammengestellt. Wie schafft man es dann, dass die Mozzarella da an dem Tomatenstängel hängt? Kleber? Das ist ganz einfach. Einfach einen Zahnstocher rein und das passt schon. Ja. Also ich versuche dann wirklich... So simpel. Ja. Ich versuche einfach dann mit Assoziationen zu arbeiten. Ja, Assoziationen, das ist ganz wichtig. Das sind Gerichte, die man kennt. Das sind internationale Gerichte. Das erste Tomaten, war, Mozzarella. Genau, was ist das jetzt? Vincent, du kennst es nicht. Sieht aus wie eine Chili und ein Steak. wie ein Chili und ein Steak? Da gibt es ein Gericht dazu. Ein klassisches dazu. Studentengericht. Chili con carne? Genau. Ja, genau. Tatsächlich. Ja. Genau. Ach, jetzt sehe ich die Bohne auch erst. Ja, genau. Ja. Das kriege ich auch zu Hause manchmal. Mhm. Aber da sieht es nicht so aus. Was ist das? Das ist ein... Ein Franzose ist es, ein französisches Gericht. Haben Sie mir vorhin den Tipp gegeben, was heißt Hahn auf Französisch? Ich hatte ehrlich gesagt nie Französisch. Ah. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht schwer von Hahn auf Französisch? Le Coq. Coq au vin. Habe ich noch nie gehört. Okay. Ich bin aber auch nicht so bewandert. Ich bin der typische Student, ja, Dose auf und dann muss stopfen. Aber das kennst du sicher. Das ist ja Wiener Mehlspeise. Ja, gut, also Apfelstrudel. Ja, oder? Genau. Aber ist schon clever gemacht, muss man sagen. Also ja, ich finde es klasse. So. Eins haben wir noch, oder? Oh, das war das letzte Bild.
Wir haben eh jetzt ein gutes Timing. Genau, denn, ne? Weil ihr wollt, sollt euch natürlich auch jetzt in der Praxis was beweisen, was ihr so drauf habt. Live ist das ganz genau, ganz super, live. Ja. ihr bereitet nämlich für uns ein Spiegelei vor. Genau. Und ich bin sehr gespannt, wie man denn ein Spiegelei schön herrichten kann. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt zusammen raus und schauen uns das an. Spiegelei, wie kommt, also warum das Spiegelei? Ja, so einfach es klingt, aber es ist dann, wenn man so fotografiert, wie es einfach gemacht wird, wollt es ihr nicht essen. Also das muss man schon speziell stylen und herrichten, damit es ausschaut, als ob es ganz frisch ist. Okay. So. Vielleicht am besten neben. Vielleicht stellst du wir haben hier die Pfanne mit Fett erhitzt. Und zwar separieren wir das Ei. Das heißt, was macht denn das perfekte Spiegelei aus? Ja? Das heißt, das Eiweiß. Nicht zerlaufen halt. Du hast genau. zwei Komponenten sozusagen, die man sieht. Ja, und die auch perfekt sind. Ja? Das heißt, der Dotter soll oben schön herausschauen, ja, und so richtig geschmackig sein. Ja? Okay? Wahrscheinlich auch möglichst rund in der Form, oder? Naja, möglichst rund, so ganz rund soll das nicht sein, glaube ich. Ist dann wieder unnatürlich, oder? Ja, ich trenne jetzt einmal das Eiweiß vom Dotter. Es ist jetzt natürlich ein bisschen eine Challenge, hier live das zu machen. Normalerweise rechnen wir mit mindestens 4-5 Versuchen, bis das perfekte Spiegelei dann auch wirklich gelingt. Ach so. Ja. Aber so mutig wie wir sind. Bedarf das viel Konzentration wahrscheinlich auch. Ja, natürlich. Ja. Und es ist halt, als Foodstylisten müssen wir eigentlich uns wesentlich mehr mit den Produkten beschäftigen als ein Koch. Ja. Entschuldige, Alfons, das war jetzt nicht. das war nicht persönlich nehmen. Nein. Ja, das ist eben das. Das ist eben das. Wobei man mal sagen muss, als Foodstylist muss das Essen ja nicht immer schmecken. Ne? Das muss einfach gut aussehen. Aber es muss per Auge schmecken. Ja. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir müssen uns schon die Gedanken machen, was macht denn ein Spiegelei wirklich zum Spiegelei? Ihr macht das sozusagen für die Augen und ihr macht das für den Magen. Jetzt hielt man die Petra. Oh. Warte, Entschuldige, das ist schon ein bisschen zu heiß. Ja. Ah, das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Schauen wir mal. Das ist ja eh sehr viel Öl. Also wenn ich ein Spiegelei mache, dann schaut meine Pfanne anders aus. Genau, ja. Das ist auch gut so. Warte mal. Wir werden hier ein bisschen abkühlen. Schauen wir mal. Noch mehr Öl. Ja. Jamie Oliver. Sie sagen Jamie Oliver zu mir. Ist das der Geheimtipp? Desto mehr Öl, desto besser das Spiegelei? Das passt schon. Jetzt haltest du es. Ja, nein. Also nicht die mehr, sondern die richtige Menge. Ja? Okay. So, dann haben wir hier. Das ist ja interessant. Ein bisschen schräg halten, da das so ein. Warte, pass auf. So, jetzt gießen wir das Eiweiß rein und hoffen, dass es hält. So. Jetzt müssen wir wieder zurück zur. Warte mal, ich schalte jetzt noch einmal ein. Aber ihr spielt da immer als Team genau aufeinander abgestimmt zusammen, oder? Ja, wie gesagt, das müssen wir immer machen. Das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Normalerweise haben wir auch Assistentin, nicht so stark. Haben wir Assistenten dabei, die sowohl im Food-Styling-Bereich als auch im Fotobereich. Und normalerweise bin ich bei dem Part dann eigentlich schon am Aufnahmetisch und bereite die Kamera und das Licht vor, was perfekt ist für das Ei. Ja? Also dann ist wirklich der Schaffensplatz dieses Kunstwerks fast auch der Fotografie, also dem Studio, dann sehr nah. Also man versucht dann möglichst schnell. Unmittelbar. Das ist also 2 Meter zum Aufnahmetisch, ist die Küche gleich daneben. Im selben Raum noch. Jetzt muss ich schauen, dass das Eiweiß stockt, ohne dass es viel Farbe bekommt. Ja? Und jetzt wisst ihr, was ich vorher gesagt habe. Wie gesagt, da brauchen normalerweise 4-5 Anläufe, dass das funktioniert. Aber. Gut, ich meine, das ist ja live und wenn du wüsstest, wie meine Eier aussehen, dann hättest du jetzt kein schlechtes Gewissen. ich glaube, das will er gar nicht wissen. Genau wissen. Schönes Wetter habt ihr hier in Bayern. So. Ja. Okay. Jetzt nicht so gemein. Wie denn? Ich meine meine Spiegeleier. Das passt schon. Nein, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Jetzt wird es schön langsam. Sieht die Kamera das, wie das schön langsam stockt? Mhm. Ja. Dann müssen wir den richtigen Moment erwischen, dass man. Ja. Ja, es ist schon verrückt, die ganze Sache, ja. Aber letztendlich wir arbeiten ja primär für Werbefotografie und Werbefilm.
und da musst du innerhalb von Zehntelsekunden letztendlich das Produkt wirklich erkennen und dich ins Produkt verlieben. Ja? Also was ich hier so sehe, ihr versucht ja dann wirklich auch die natürliche Form eines Eis oder zumindest die Form, die man kennt, dann zu imitieren. Genau. Die man kennt, genau. Die wie man du richtig kennt, gesagt richtig. Hast, die man kennt, ich meine, die man erlernt hat, weil natürlich ja. ist das gar nicht. Ne? Nein, gar nicht. Ja. Und das ist eben der Unterschied. So, und jetzt löse ich mal, wo ist denn mein Werkzeug? So, da geht es schon. Das mit dem Werkzeug ist ja fast wie beim Zahnarzt so ein bisschen. Ja, das ist auch Zahnarztwerkzeug. Das ja. heißt, da bedient man sich aus allen Bereichen einfach. Da gibt es keine speziellen Foodstyling-Werkzeuge. Nein, es ist alles, was Sinn macht, alles, was dir hilft, zum Ziel zu kommen, ist letztendlich erlaubt. Vom Zahnbürstel bis zum Cookie-Dent, drei Phasen. Kleber. Also alles, was man im Drogeriemarkt so findet eigentlich. Ja, Drogeriemarkt, Ubi, Chemie. Soda, okay. Gut. Also das Problem war jetzt, dass die Pfanne sozusagen zu heiß war, das Plastik geschmolzen ist. Und dadurch jetzt die Form nicht mehr gegeben ist. Die Form nicht optimal gegeben ist. Aber trotzdem kann ich euch zeigen, worauf es letztendlich dann ankommt. Ja? Ja. Das ist nicht das Thema. Also man brät dann jetzt, also oder was heißt man? Man stockt nur das Eiweiß. Man stockt das und gibt dann aber das rohe Eigelb da drauf. Genau, so ist es, ja. Ach, das gibt's doch nicht. So, schaut's mal. Okay. Und das mit dem Öl so krass, wie einfach die ganze Pfanne schwimmt. Ja. Also es ist so, dass man im Ernstfall würde man das Eiweiß jetzt nicht hernehmen, gell? Nein. Ja. Also das wäre. Es geht ja nur ums Prinzip so, dass ja, wir mal ja. sehen, wie man so arbeitet. Ja, genau. So. Das grenzt ja wirklich dann schon an Kunst. Ne? Man modelliert sich so eine. So, das ist jetzt fertig. Ja? Ich nehme jetzt das Ei raus. Also wie du gesagt hast, auch jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn wir ein Bratwürstel machen, dann wird das auch mit Pinsel bearbeitet. Weil du sagst, das grenzt an Kunst. Also du hast auch Materialien aus dem Kunstbereich, die dazu verwendet werden. Um die Farbgebung zu verändern oder die Textur? Ja. Um die Farbe. Tatsächlich, ja. Okay. Ja. So, oder? Das ist jetzt recht, wie heißt das? Warte mal, darf ich das kurz? Wabbelig. Wabbelig, ja. Also, so. Könnte man das jetzt noch essen? Das oder? Kann man alles essen. Das ist ja da ist ja nichts passiert im Mittelkern. Aber es schmeckt wahrscheinlich nicht so gut, als Öl drin. Man, wie ein normales Ei, halt nur ohne Salz. Ja? Mhm. Gut. Und das ist jetzt sehr dankbar. In Wirklichkeit kann ich mit dem jetzt sehr viel machen. Ja, okay. So. Die haben wir da jetzt einen kleinen Ausstecher vorbereitet. Ja, und dann schauen wir, okay, gut, wo wollen wir denn das, den Dotter hin platzieren? Weil bei einem normalen Ei ist ja der Dotter dann irgendwo wo der Dotter will. Ja? Und wir aber sagen, wir wollen den Dotter genau hier haben. Mittig bei dem. Ja? Okay. Ja? Kennt ihr das Spiel Dr. Bibber? So, und jetzt. Jetzt nehmen wir den Dotter und platzieren ihn jetzt genau dorthin. So, das reiße ich jetzt nicht ab, weil oft ist so, dass dann der Dotter auch aufreißt. So. Na, der schaut schon recht fesch aus. Also der Dotter ist auf jeden Fall perfekt. Ja. Er sitzt da drin. So. Er sitzt doch da, wo wir den haben wollten. Und was er jetzt andeutet, ich kann das jetzt nicht perfekt machen, ja, aber was ich euch andeuten kann, ist, wie man ein bisschen doch die Röstaromen ein bisschen herzeigen können. Das ist ein Lebensmittel in Amerika, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, in Österreich ist es nicht als Lebensmittel zugelassen. So, und dann haben wir da... Und jetzt fehlt ja noch das Angebrannte sozusagen, das Knusprige. So, wie gesagt, das wird jetzt nicht perfekt, ja, okay. Aber da muss man wirklich 4-5 Mal drüber fahren. Okay. Bis dann so eine natürliche... Ich mache das jetzt wirklich hier nur auf einem kleinen Punkt. Ja? Bis dann da eine Art Bräune entsteht, die wirklich dann natürlich ist. Ja? Okay. Aber da haben wir jetzt nicht unbedingt die Zeit dafür. Aber ein bisschen tut es was. Seht ihr das?
Der wirklich Kleinstarbeiter. Das kommt, ja, ja, das ist, ja, das ist letztendlich, man modelliert sein Essen, oder? Ja, kann genau. Das sagen. Und da könnt ihr jetzt auch schon erkennen, dass es eben manches Mal dauert, eine Aufnahme zu machen von einem Gericht, von einer Speise bis zu zwei, drei, manches Mal vier Stunden. Das denke ich mir. Vor allem, es wird für oft ein Plakat, wo es dann auch dann 16 Bogenplakat, das wirklich groß aufgeblasen wird, wo man dann jedes einzelne Detail sieht. Ja. Also das jetzt für diese Zeit, die wir jetzt da verwendet haben, ist es gar nicht so schlecht. Ja? Von ganz weit weg ist es gut. Ja. Vielleicht können wir nochmal ganz nah rangehen, um jetzt sozusagen das, den Moment zu zeigen. Ja. Also hier kann man eben diese erinnert ja so ein bisschen an so eine Röstung. Ja, an genau. Ist ja auch so, der Rand muss ja angebraten sein. Ja. Das wäre unnatürlich sonst. Ja, auf jeden Jetzt Fall, haben wir es natürlich gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und ich glaube, wenn wir noch mehr Zeit hätten, dann wäre es auch wahrscheinlich viel schöner geworden noch. Oh, sag du was. Nein, so schlecht ist nicht, das will ich ja gar nicht sagen. Später dann. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart und wir haben auch ein kleines Präsent für euch vorbereitet. Das ist aber lieb. Dankeschön. Das für den Gaumen. Für den Gaumen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr, sehr schön. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke. Bis weiter so. Ja, danke. Super. Genau. Und jetzt wird es erstmal wieder Zeit für Musik. Unsere Studioband Clone Company mit I Dreamt Cosmopolitics Last Night. Jetzt haben wir es. Viel Spaß. Said I won't cry, and you knew as well as me. The mountains stand up high, and the wind carries shallow names. That haunts me most are the nights when we wouldn't fall asleep. The silence from above we weren't used to, but so free. The horrific words you found, I remember. I laughed and walked away. And just to let you know it was empty without, as it was with you. Change, then tell me, why is this so real? Graves and the sound of bells won't ever just disappear. And what kills me most is the promise they gave us when we left. The anger I spat out, a room of peace inside my chest. Trying to make me think I'm never afraid and I'll never back down. 'Cause never step on this field can never be our odds. We're fighting for more than our lives. We're fighting for more than cast a shadow upon this country, cast a spell upon ourselves. For that we never fail to judge right, for that our hearts be filled with pride. 'Cause we reserve a right to be different, even though you think you're right.
for what reason you say, are we holding on? In whose name you say, are we inside of? But you know deep down, in your heaviest soul, you're bound to break and to stumble. And we'll scream every word on top of our lungs, with hearts streaming up pure sunlight. We will shout, we'll scream until you fail, until you fail to hold on to your lies, to money, to selfishness, and all the hate you keep deep inside. We're fighting for more than our lives. We're fighting for more than our lives. For more than our. Clone Company, schön, dass ihr auf jeden Fall hier im Studio seid. Dankeschön. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielleicht stellst du mal kurz einfach die Band vor. Selbstverständlich. Also rechts neben mir steht der Tommy, der ist unser Gitarrist, Leadgitarrist. Links ist der Maurice und am Ruben sitzt der Schlagzeug. Genau, am Schlagzeug sitzt der Ruben. Genau, und ich bin der Konrad. Sehr vorbildlich mit Ohrstöpseln. Natürlich. Vielleicht willst du mal einfach deine Band in drei Worten beschreiben. Ihr macht ja Indie-Rock, ne? Ja, wir nennen es Alternative Rock. Alternative? Ja. Es ist uns wichtig, dass wir irgendwie schon Melodien haben, zu denen jeder irgendwie connecten kann. Aber andererseits wollen wir auch nicht nur so die Standard-Arrangements irgendwie bedienen. Und genau, da bewegen wir uns, versuchen wir, gute Musik zu machen. Was unterscheidet euch von anderen Alternative Rock Bands? Das ist die Frage, die wahrscheinlich jede Alternative Rock Band liebt. Es ist ganz schwierig. Ich denke, man muss sich nicht immer zwangsweise abgrenzen. Wie gesagt, wichtig ist, dass es Leuten taugt. Und wenn es andere Bands gibt, die einen ähnlichen Sound machen, auch gut. Also. Die richtige Antwort wäre gewesen, ihr seid die Besten. Kann man sich nicht erlauben heutzutage, ja. Ihr macht es auf jeden Fall sehr gut. Wir können ja mal kurz über eure EP sprechen. Man sieht die jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Eure EP besteht aus fünf Songs, genau. Gibt es auch da vorne zum Kaufen dann. Sind 5 Songs, 5 Euro. Ich überlege gerade, nicht die ersten 5 Songs, die wir geschrieben haben. Wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Gibt es seit Januar. Und wir wollten einfach schon versuchen, irgendwie so einen Bereich zu finden mit ein bisschen rockigeren Songs, aber auch Akustikgitarre und so Dinge. Ja, eure EP heißt Cosmopolitics. Richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. Wunderbar. Also, wie gesagt, sehr schön, dass ihr hier seid. Macht weiter so. Ihr spielt ja heute noch einen Track. Richtig, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg als Band. Dankeschön. Clone Company. Okay. So, jetzt kommen wir zur großen Entscheidung zwischen den beiden Herren hier neben mir, wer von ihnen der Semester-Champion wird. Ob es Angus wird oder doch Andy, das wollen wir jetzt herausfinden. Ne? Und wir haben 3 kleine Spiele vorbereitet. Ich werde euch jedes Mal kurz vorher erklären, wie das Spiel funktioniert, was genau ihr zu tun habt, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel heißt Käse oder Fuß. Ihr müsst erriechen, ne? Ob es sich um Käse handelt oder um Stinkesocken, sprich Fußkäse. Und ihr sollt natürlich nicht sehen, was in der Schüssel drin ist. Und deswegen haben wir diese Schlafmasken für euch vorbereitet. Bitte einfach mal aufziehen. Achso, Brille. Die nehme ich dabei mal. Ja, die legen wir mal hier hin. So, kurzer Test, ob auch wirklich alles dicht ist. Ja. Oh. Ja, da. Es war der Luft. Ach so. Okay. Dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr appetitlich aus.
Und ich glaube, das sieht noch viel appetitlicher aus. Machen wir mal kurz selber einen kleinen Geruchstest. Ja, also ich wüsste, was es ist. Mal schauen, ob ihr es auch wisst. Jetzt liegt ja schon so ein Duft in der Luft. ja, Andi? Das ist Käse. Und Angus? Ich glaube, so liegen ungefähr meine Socken, wenn ich vom Fußballspiel heimkomme. Käse oder Socken? Socken. Socken. Dann dürft ihr die Augenbinden abnehmen. Und ihr lagt beide richtig, damit steht es 1-1 nach dem ersten Spiel unentschieden. Ne? Einen Applaus für die beiden, ne? Beide richtig. Den Käse stellen wir am besten mal ganz weit weg. Und ja, die Socken sind nicht so schlimm wie der Käse. Und wir kommen zum zweiten Spiel. Das zweite Spiel heißt Baby Food Challenge. Ihr müsst einfach den Geschmack von Babynahrung erraten, ne? Und ihr sollt natürlich wieder nicht sehen, was auf der Verpackung steht. Deswegen Augenbinden bitte wieder auf. Und ich führe euch dann die Nahrung zum Munde. So. Einmal fürs Publikum. Was ganz Leckeres haben wir da ausgesucht. Aber ich hoffe, man kann es lesen. Mögen Babys besonders gern. Mal schütteln vielleicht. So, ich mache es jetzt auf. Das hat geploppt. Schaut sehr appetitlich aus. Schaut fast so aus wie das, was hinten rauskommt. So, natürlich zwei verschiedene Löffel, denn ich glaube, Angus, du willst nicht das im Mund haben, was der Andi schon im Mund hatte oder andersrum. Und Mund auf, hier kommt der Flieger. Mund auf! Wo bist du denn? Bei dir! Ja. Also es sind auf jeden Fall... Es sind... Andi, du darfst auch mal, damit wir uns hier über beide lustig machen können. Mund auf. Also es sind auf jeden Fall drei Geschmacksrichtungen drin, die ihr erraten müsst. Ihr könnt auch gern nochmal probieren, falls ihr euch nicht sicher seid. Aber jetzt einfach sagen, oder wie? Ja, also du darfst auch nochmal überlegen, bevor du jetzt irgendwas sagst. Warte mal, ich glaube, man hört dich. Haben wir hier irgendwo eine Gurke rum, also ein Mikrofon rumliegen? So. Also, was sagst du, was drin war? Ja, ich? Ja. Darfst auch die... Achso, nee, darfst die abnehmen. Man sieht sie eh nicht. Ich sehe eh nichts, habe ich keine Brille. Weiß nicht, das war irgendwie so Brokkoli, Kohlrabi, Karotte. Sind das deine drei Sachen? Wenn ich drei sagen darf, ja. Brokkoli, Kohlrabi, Karotte. Ja. Hört sich doch gut an. Was sagst du? Brokkoli, Kartoffel und Karpfen. Karpfen. Es hat irgendwie nach Karpfen, ich weiß nicht. Das stimmt, so leichter Fisch. Also ich kann schon mal sagen, von deinen war keins richtig. Aber Kartoffel war richtig. Dann ist es Rahmspinat mit Kartoffel. Erst mal eine Brille. Babys mögen es anscheinend. Also. Damit steht es 2-1 für den Andi. Angus, du kannst jetzt entweder noch aufholen oder Andi, du kannst den Sieg besiegeln. In unserem letzten Spiel, ihr müsst drei Bierflaschen, drei verschlossene Bierflaschen öffnen. Und zwar nicht mit einem ganz normalen Flaschenöffner oder so, sondern mit ganz speziellen Gegenständen, mit denen es natürlich nicht so einfach ist. Wie zum Beispiel diesen Eiswürfelbehältern hier. Ja. Oder... zwei Strohhalme jeweils. Wird auch interessant. Und was natürlich bekannt ist, einfach ein ganz normales Blatt Papier.
Ja. Darf ich es mir irgendwie hinrichten, wie ich es will? Darfst es dir hinrichten, wie du willst. Ihr dürft auch die Gegenstände benutzen, wie ihr wollt. Dürft sie auch kombinieren. Ihr seid da frei. Die einzige Regel ist, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Wer innerhalb dieser 30 Sekunden die meisten Bierflaschen geöffnet hat oder wer als erstes 3 Bierflaschen aufgemacht hat, der ist der Sieger. Und ich zähle jetzt einfach gleich bis 3 und dann dürft ihr loslegen. Hände vielleicht noch weg von den ganzen Sachen. 1, 2, 3 und bitte. Ja, kaputt machen ist auch völlig in Ordnung. Also, ja. Gut, der erste Kronkorken ist geflogen, ne? Die ersten beiden sind geflogen. Andi schäumt ein bisschen mehr als das vom Angus. So, beide knicken die Strohhalme zusammen, damit ein bisschen mehr Widerstand da ist. Aber es ist natürlich schwer, mit Strohhalmen Widerstand gegen die Hand zu kriegen. Deswegen geht's direkt weiter zum Papier. Und auch da falten beide das Papier, damit es einfach stabiler ist, vermute ich mal. Ich würde sagen, die Eiswürfelpackungen sind jetzt... Boah, nicht rumrandalieren. Ich würde sagen, die Eiswürfelpackungen sind jetzt raus, weil die zu einfach sind. So, das schaut schon mal gut aus, es schäumt. Das zählt als halb geöffnet, das falls du... Ja, jetzt strengt euch an. Ich glaube, wir haben... Also, lang ist nicht mehr Zeit. Falls es unentschieden steht, hat Andi trotzdem gewonnen, Angus. Also... Ja, ist ja gut. Ah, die Zeit ist vorbei und damit steht der Semester-Champion fest. Andi, lass dich feiern. Lass dich feiern. Wir haben natürlich auch eine Krone für dich vorbereitet, eine wunderschöne. Schön. Die habe ich vor der Sendung noch selbst kurz zusammengebastelt. Danke. Die hält nicht so gut. Und was ganz Gutes, Best Man in Dorschauer TV Studio. Ein kleiner Kräuterlikör, den kannst du dir zur Lernpause gönnen. Herzlichen Glückwunsch. Lass dich feiern. I love it. Ja, Angus, tut mir leid. Ja. Leider verloren. Wie üblich folgt am Ende der Sendung dann auch noch deine Bestrafung. Und bevor wir dazu aber kommen, kommen wir jetzt erstmal zu unserem absoluten Beginner. Denn auch der hat eine Challenge auf sich genommen, und zwar die Challenge, Wettesser zu werden. Wie er sich darauf vorbereitet hat und ob er zum Schluss ein waschechter Wettesser geworden ist, das seht ihr im nächsten Clip. Wie werde ich Wettesser? Das ist Bobbik. Bobbik ist 21 Jahre alt und imitiert gerne Tiergeräusche. Aber sein größtes Hobby ist Essen. Er ist unser absoluter Beginner. Boah, da hast du dir ganz schön was vorgenommen. Mal schauen, wie viele Hotdogs du schaffst. Das war ja wohl gar nichts. Da brauchst du wirklich noch einiges an Übung. Wenden wir uns doch einem echten Profi zu. Queen Glass Joe. Hey, hey Leute, ich bin's wieder, euer Wettess-Profi Green Glass Joe. Heute zeige ich euch verschiedene Techniken, wie man es als Wettesser wirklich zu was bringt. Es gibt da echt eine Menge Ansätze, um sich als Wettesser seine Brötchen zu verdienen. Hier die wichtigsten 3 für euch. Psyche und Fitness spielen beim Wettessen eine ganz besondere Rolle. Dafür eignet sich Yoga sehr gut. Alles, was ich in Indien dazu gelernt habe, habe ich in meinem neuen Buch Yoga für den Magen zusammengetragen. Schauen wir mal, wie du dich beim Yoga anstellst. Bobbik, wo willst du denn hin? Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Um möglichst effizient zu essen, müsst ihr auf eure Kautechnik achten. Mein Geheimrezept, Kaugummi. Übertreib doch nicht, sonst verklebt dir noch der ganze Arsch. Grundlegend für einen professionellen Wettesser ist ein möglichst großes Magenvolumen. Um euren Magen möglichst weit auszudehnen, mein Tipp, viel Wasser trinken.
Schön runter damit. Ja, fein. Also Leute, nicht vergessen mein Motto, aus großem Hunger folgt große Verantwortung. Macht's gut, euer Green Glass Joe. Gut vorbereitet will Bobbik nun einen neuen Grillhähnchenrekord beim Graviert aufstellen. Auf jedem Teller sind 10 Hähnchenteile. Den aktuellen Hausrekord von 25 Stück will Bobbik heute knacken. Trinken nicht vergessen. So wird das aber nichts mit dem Hausrekord. Bobbe, komm, weitermachen. Mach doch nicht gleich schlapp. Jetzt komm, schieb dir rein die Dinger. Und ja, pack den ersten. Ja, gut, Mann, gut. Super, Bobbik. Mit der kleinen Motivationshilfe vom Profi hat es ja dann doch noch geklappt. Als neuer Rekordhalter mit 30 Hähnchenteilen darfst du dir auch noch einen Nachtisch gönnen. Ja, vom Extremessen, ich meine, das könnte man mit Knödel wahrscheinlich auch machen, mal so eine neue Challenge irgendwie rausmachen. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder fertig, wir sind herinnen. Weiß nicht, ob die Kamera gerade den Teller sieht. Es riecht fantastisch, es sieht fantastisch aus. Und ich freue mich auch jetzt schon. Ja, oh, da geht's schon im Publikum. Ja, dürfen wir den anschneiden? Erzähl mal erstmal nochmal, was wir da genau haben. Also wir haben hier einen Brotknödelburger. Wie gesagt, der Knödel muss nicht immer rund sein, deshalb haben wir mit Brotknödelmasse eine Roulade gemacht, dann kalten Kochen gekocht und dann aufgeschnitten. Und dann haben wir den jetzt ganz leicht angebraten. In der Mitte ist ein ganz normales bayerisches Fleischpflanzerl und begleitet wird es von einem Zucchini-Sommergemüsesalat. Das schaut echt fantastisch aus. Chris? Ja? Teller? Ich traue mich das gar nicht hochheben, ohne dass es auseinanderfällt. Ich will es auch gar nicht kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also ich nehme einfach mal so einen Burger. Wie isst man das? Es gibt ja auch immer die Burger mit den Steckern mit oben Messer drinnen. Mit Messer und Gabel. Muss man um das Ding da rumdenken. Ich sehe schon, wie er gleich am Boden landet. Hier war ein bisschen. Geschafft. Ja, genau. Geht doch. Du brauchst auch noch Beilage dazu. Darfst aber bei mir hier reinstoppen. Ich probiere erstmal von dem Burger erstmal das Grünzeug. Vielleicht ein bisschen weg. Jetzt kommt es drauf an. Ups. Was ist das für Soße drauf? Die ist scharf, oder? Ja, das ist so eine Art Barbecue-Soße. Das haben wir jetzt gemacht mit ein bisschen Tomatenmark, Honig, Chili und Äpfelwürfel. Meiner zerfällt. Boah, ist mit den Zwiebeln dazu, ja? Also da. Ja, der Tisch ist richtig praktisch, gell? Vielleicht können wir danach nochmal über das Rezept reden. Können wir schon? Boah. Wir haben jetzt eigentlich beim Essen gefilmt, ja. Kommen wir doch nochmal dazu. Ich bin so abgelenkt von dem Essen jetzt gerade. Ich habe auch so Hunger. Also es schmeckt echt sehr gut. Oh. Ihr habt ja jetzt als erstes Restaurant Knödelwerferin. Ihr habt euch aber nicht nur auf Knödel spezialisiert. Habt ihr irgendwo auch weltweit Erfahrungen im Kochen eigentlich gesammelt? Oder? Also jetzt noch hier. Ja, also ich bin schon länger in Deggendorf als Gastwirt tätig und ich war früher als Koch unterwegs und ja, war mal auf dem Schiff und so. In der Schweiz habe ich gearbeitet, aber jetzt, die Knödelwerferin ist ein bisschen ein größeres Lokal. Ich mache jetzt ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich mache jetzt eigentlich gar nichts mehr und koche dort Alfons. Das kann ich jetzt aber nicht, das stimmt nicht. Also ich mache halt viel Organisation und so weiter. Wie viele Gerichte gehen bei euch so am Tag über den Tisch? Am liebsten. Ja, 10, 500, 5000? Nein, zwischen 200 und 500. Das ist unterschiedlich. Ist aber dann schon auch stressig, oder? Also, als Koch der Beruf an sich? Das ist ein sehr harter Beruf und leider ein bisschen. Wir haben sehr starke Nachwuchsprobleme, weil es Stress ist und schlecht bezahlt. Aber es ist auch schön.
Es ist ein sehr kreativer, interessanter Beruf, aber er wird ein bisschen zu wenig gewürdigt, muss man also schon sagen. Ja. Würde jetzt eigentlich sagen, Koch sein selber, ist das eher Kunst oder ist es ein Handwerk? Beides. Ja. Sehr kreativ. Ja. Vielleicht mal den Koch zu Worte kommen lassen. Ja, ich glaube, dass das Kreative eigentlich nur umgesetzt werden kann mit einem tatsächlich Handwerk. Ne? Weil andersrum wird es nicht funktionieren. Nur Kunst wird natürlich, das da irgendwann auf der Strecke bleiben. Ne? Also folgt aus Handwerk Kunst. Ja. Es ist halt so, dass man in der Gastronomie ist man den betriebswirtschaftlichen Vorgaben ausgesetzt und die Kreativität und das handwerkliche Kochen wird nicht mehr geschätzt. Also ich habe ein bisschen Bedenken. Es gibt viele Fernsehköche, aber wenn man einen Koch sucht als Gastronom, kriegt man eigentlich keinen bis wenig. Apropos Fernsehköche, hat man als Koch vielleicht auch irgendein Vorbild, so den Lafer oder irgendwelche anderen bekannten, Jamie Oliver? Na, ich bin ganz ehrlich, ich schaue fast nie in den Fern und schaue gar keine Kochsendungen. Also das eigene Vorbild einfach? Ich schaue auch ganz wenig in andere Schaukästen, was die kochen, sondern ich gehe davon aus, was gibt es in der Saison, was habe ich selber für Ideen und wie kann ich sie mit dem Team auch umsetzen. Ne? Und das ist eigentlich alles. Ich mache nicht großartig was draus. Weil du sagst Saison. Es geht ja um Essen mal anders. Heutzutage muss ja alles oder ist im Trend regional, frisch. Da seid ihr, glaube ich, auch mit dabei. Ja, das ist unser großes Anliegen, dass man das mal auf den Teller geben, dass man das auch vertreten kann bezüglich, ja, also wir schauen auch, dass wir unser Fleisch nicht unbedingt aus Massentierhaltung beziehen und so weiter. Und wir achten da schon sehr drauf. Ja, wir haben jetzt auch wieder diese Forelle zum Beispiel jetzt gefüllt mit Pfifferlingen und Speck. Ne? Pfifferlinge haben jetzt Saison, ne? Und die Forelle kriegen wir jetzt aus dem Bayerischen Wald. Die bringe ich dann selber mit und dann weiß ich genau, woher die Tiere kommen. Ne? Wir verarbeiten auch Donaufische als eine der wenigen. Mhm. Wir sind an der Donau, aber es gibt in ganz Dingendorf keine Donaufische. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, das ist doch die super. Die sind sehr gut. Nur, also nach dem Hochwasser darf ich das jetzt nicht essen, weil da spielt alles Müll. Stimmt, da schon vor der Haustür eigentlich. Das ist ja schon weg. Würdet ihr eigentlich sagen, dass jetzt Essen in der heutigen Zeit eher eine Notwendigkeit noch ist oder dass Essen eigentlich eher schon Genusssache ist, die man richtig heutzutage eher genießt? Es gibt leider zwei ganz extreme Richtungen und nicht den gesunden Mittelweg, so sehe ich das. Also es wird übertrieben mit Genusssucht und was weiß ich. Und andererseits kriegen diese Massenprodukte, die industriellen, kriegen auch immer mehr Aufwind. Und diese gesunde Mitte, die geht uns immer mehr verloren. Wie ist das denn, wenn man selbst in der Gastronomie arbeitet? Achtet man dann oder kocht man sich zu Hause dann auch mal aufwendige Sachen oder kommt man dann nach der Arbeit nach Hause und schiebt sich eine Pizza in den Ofen? Nein, ich trinke daheim nur Bier. Na, also Grundnahrungsmittel, ist klar. Also mein Lieblingsding ist immer wieder die Pizza selber gemacht. Ich habe eine Getreidemühle zu Hause und fange dann so an mit dem Teig machen. Und dann ganz egal, ob es jetzt dann vegetarisch oder mit Schinken oder Salami ist, also das spielt keine Rolle, ich mache es immer selber. Wenn ich natürlich auf die Gesundheitsschiene gehe, dann haben wir da, wo ich wohne, einen Naturpark und dann kann man die Wiesenkräuter sammeln und kann man da ganz tolle Gerichte machen. Aber immer selber kochen? Ja, also jetzt nicht, wenn ich jetzt am Abend heimkomme, nicht jeden Tag, aber wenn ich frei habe, dann machen wir das schnell zusammen, ne? Dann hat man die Freizeit auch wieder zusammen. Ja. Boah, was mich jetzt noch interessieren würde, ihr bietet ja den Wasabi-Knödel an. In China oder in Australien oder sowas, man kennt ja da eigentlich keine Knödel. Habt ihr das zum Beispiel mal einen Asiaten probieren lassen, was der zu eurem Wasabi-Knödel sagt? Die Idee entstand eigentlich eher aus dem Helmut seiner Partnerschaft oder Frau, wo er jetzt hat. Und da haben wir einfach gesagt, müssen wir was Asiatisches machen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Frischkäse mit Wasabi anmachen, kleine Tupfen aufdressieren, die anfrieren und dann einpacken in Kartoffelknödelteig und die entweder panieren und ausbacken oder dann kochen. Ne? Und dann servieren wir das jetzt momentan mit so Kokos-Chili-Soße. Aha, ja, Wahnsinn. Also uns hat es geschmeckt, meine Frau hat gesagt, was ist das? letzte Frage, was mich auch so interessiert heutzutage, Gott und die Welt kennt den Thermomix. Gibt es den bei euch auch oder benutzt ihr den eigentlich? Oder seid ihr ganz gegen Küchenmaschinen? Es gibt Besseres. Es gibt Besseres? Nein, wir haben auch so etwas Ähnliches, aber das nennt man dann Pacojet. Und
sicherlich die ich habe das einmal erlebt, aber die Maschine macht richtig Krach. Also vielleicht habe ich auch ein altes Gerät erwischt oder meine Schwägerin hat sowas gehabt. Aber ich habe gesagt, sowas mit dem koche ich nicht. Ne? Also ich brauche das auch nicht, dass man einen Brotteig dann in einer Maschine macht und da geht es dann auf. Ich bin da viel zu, ja, vielleicht bin ich zu konservativ, das kann schon sein, aber es geht einfacher auch. Okay, und jetzt wollte ich noch einen letzten Tipp mit auf den Weg geben, weil ihr gesagt habt, ihr nehmt immer so Tipps von Gästen auch an. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich bin ja ein super Nutella-Fan und ich habe mal einen Topfenknödel gegessen mit Nutella innen drinnen. Also wenn ihr den anbieten würdet, dann komme ich jeden Tag vorbei. Morgen, oder? Morgen schon mal. Ja. Okay, alles klar. Gibt's bei Bofrost. Was? Die liefern aber morgen nicht. Wäre aber doch mal deine Möglichkeit, ihn mal wieder frisch anzubieten, oder? Mit Nougat könnte man es probieren. Ja. Super, ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden das jetzt dann nachher noch in Ruhe alleine aufessen. Anna ganz alleine. Wir haben natürlich auch ein kleines Gastgeschenk für euch. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier. Jawohl. Wir konnten ein bisschen Werbung für euch machen. Vielen Dank, Alfons und Helmut. Danke. Tschüss. Danke. Weil wir gerade vom Thermomix gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einem sehr lustigen Teil unseres Abends. Und zwar geht es um die Bestrafung des Verlierers. Wir haben uns überlegt, wir werden einfach ein paar Zutaten, die definitiv nicht miteinander kompatibel sind, in diesen schönen Mixer schmeißen, mixen und das wird dann getrunken. Angus? Genau, und also wir haben hier Essiggurken, Zwiebeln, Gewürzketchup, Bananen und Schokomilch. Alles komplett kompatibel. Und Andi, du darfst jetzt einfach drei Sachen aussuchen und die schmeißen wir dann in den Mixer und die führen wir dem Angus zu Gemüte. Du hast vorher schon gemerkt, dass mich was... ja, ich würde sagen, dann nehmen wir doch die Gurken auf jeden Fall. Also auch mit ein bisschen Saft, sonst gib da einfach mal ein halbes Glas oder so. Oh. Da kommt aber. Warte, wir haben Gabeln. Achso. Boah, das riecht echt. Ja. Also an sich, also. Ja. Jetzt weiter. Das ist mehr Gurkensaft als Schokomilch. Schokomilch. Okay, Schokomilch. Hätten wir da nicht eine Schere gebraucht? Ist das egal? Ein paar Mal drauf rumstochern. Mach ich einfach mal ein Loch in diese Milch. Angus ist begeistert, wie man sehen kann. Das können wir da auch noch als kleiner Geschmacksverstärker reingeben. Wir könnten auch noch den Käse, ist noch Käse übrig, den könnten wir da auch reintun. Andi, Käse? Wir hatten gerade noch den Käse im Angebot, oder die Socken. Was? Ja, Moment, also wir haben hier noch Zwiebeln, wir haben noch Ketchup, wir haben noch... Ah, Ketchup brauchen wir noch. Oder? Gewürzketchup, Freunde. Den nicht. Das war's, oder wie? Warte, der Käse. Er hat ja gar keine Konsistenz. Guck mal, da kommt der Käse. Jetzt kommt da noch so ein schönes Stück Käse. Die Spezialzutat von den Moderatoren für dich. Das ist eh so. Die Konsistenz ist wunderbar. Den Rest müsst ihr aber hier aussaugen. Die Banane fehlt. Wenn du möchtest. Okay, war's das? Sind wir fertig? Fertig damit? Der ist sehr lecker. So. Ist das jetzt richtig? Kannst du zumachen? Sorry, Angus. Wir können es mal hier mitverfolgen. Vollgas. Schüttel es mal ein bisschen hier. Ne? Ist doch schon gut, oder? Schaut fast aus wie Babynahrung. Verdaut. Es riecht wahrscheinlich nur an, dass sie verdaut. Oh, Scheiße. Andersrum. Aber man kann die Zutaten gut rausriechen. Das ist, Nein, lass sie nicht riechen, sonst trinkt das nicht. Kommen noch ein paar Stückchen mit, das wäre schon... Nein, keine Stückchen. Aber da fehlen die Stückchen. Okay, ja, ich glaube, das reicht schon so. Du musst das nur zur Hälfte trinken, oder? Angus hier wäre auch Wasser zum Nachtrinken. Außer der Nein jetzt. Also Bestrafung eigentlich schon Ex, aber wenn du nach der Hälfte brechen musst, dann lieber absetzen. Solidarität, Bruder. Nein, danke. Ich habe zuvor schon gemerkt, dass mich was kommt bei dem anderen. Ja, es ist nicht ich glaub, so schlimm. Also einen Eimer haben wir nicht hier. Falls Gott die Hälfte, dann bitte hier irgendwo auf den Boden. Jetzt komm. Das war zum Nachdenken. Da zurück in den Mixer.
bringst du es runter. Ach komm, ey. Was? Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, ne. Oh, die Arme. Besser als der Babybrei. Der Solidarität wegen. Gar nicht so. Wie seine Augenbrauen so zuckt, ey. Da ist doch Chili drin. Man schmeckt auf jeden Fall den Ketchup als einziges ziemlich stark raus. Ja, aber jetzt hast du genauso viele Schlücke wie alle anderen auch genommen, ne? Nee, du noch nicht. Nee, nee. Engels. Freunde, ich würde sagen, ja, das war unser Challenge-Team. Applaus dafür, dass er das so tapfer gestanden hat. Ja, 60 Minuten sind rum. Die 101. Sendung von Dorscher her ist rum. Es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, meinen Kollegen auch. Das Semester ist auch schon wieder am Ende. Ich wünsche allen Studenten hier viel Glück in den Prüfungen nächste Woche und vor allen Dingen auch wunderschöne Ferien. Außerdem ein Dankeschön an die Sponsoren von unseren Holzpaletten, aus denen wir unsere Möbel gebaut haben. Holzmichel und Akkubräu für das Bier. Und? Ja, Mom. Applaus. Und ab nächsten Semester wird Dorscher TV dann auch endlich in HD ausgestrahlt, wo ihr euch auf jeden Fall drauf freuen dürft. Und ihr dürft euch auch jetzt ein letztes Mal auf unsere Band freuen, Clone Company mit I Can Do This. I don't know if I can take this off. No, I don't know if I can take this off.
Gracias.